junge Gesichter beim SC Magdeburg und seinen Fans. Die Rhein-Neckar-Löwen dagegen zufrieden mit einem gewonnenen Punkt, der allerdings sorgt für einigen Gesprächsstoff. Ja, ich habe es jetzt auch nicht genau erkennen können, was da die Situation war, ob er schon über der Linie war. Aber ich glaube, in einem Spiel über 60 Minuten gibt es da viele, viele strittige Entscheidungen. In der Anfangsphase das Spiel noch ausgeglichen. Magdeburg und die Rhein-Neckar-Löwen auf Augenhöhe. Bei den Gästen aber schießt sich Andi Schmid in der ersten Hälfte so langsam ein. 6 Treffer werden es insgesamt für die Nummer 2 der Gäste. Das Spiel über die ganzen 60 Minuten eng. Aber Frank Carstens will mit seinem SC an diesem Abend unbedingt einen Sieg einfahren. 2 Niederlagen gab es zuletzt, die Risikobereitschaft beim SC-Coach dementsprechend hoch. In der Schlussphase die Hausherren mit einem Tor hinten, der 7. Feldspieler für den Torwart auf der Platte. Und Jure Natek selbst sorgt dann auch für den Ausgleich 1 Minute vor Schluss. Und dann gibt es etwas, was man auch nicht alle Tage sieht. Abseits der Kameras treffen die Rhein-Neckar-Löwen das leere Tor nicht. Und auf einmal gibt's für den SC die Chance auf den Sieg. Magdeburg jetzt im Ballbesitz und mit dem vermeintlich letzten Wurf. Bezjak und der Schrenn, das kann nicht sein. Das gibt's doch nicht. Die Führung 7 Sekunden vor dem Ende, doch dann der schnelle Dämpfer. Und der ist auch drin! Unentschieden! Der Ausgleich durch Patrick Grötzki, ein Wahnsinnsfinale in diesem spannenden Match. Doch in der Wiederholung sieht man, dass dieser Treffer gar nicht hätte zählen dürfen. Grötzki beim schnellen Anwurf der Löwen schon in der gegnerischen Hälfte und mit dem entscheidenden Vorteil zum Punktgewinn beim SC Magdeburg. Wir können mutmaßen, dass er vielleicht 1-2 Meter drüber war, aber... Wie gesagt, da gibt es viele, viele Entscheidungen in 60 Minuten, die da mit reinspielen. In jedem Fall war es die Szene des Spiels und ein Wechselbad der Gefühle. Die Magdeburger Fans trotzdem stolz auf die Leistung ihrer Mannschaft, auch wenn es zum Schluss nur zu einem Punkt gereicht hat.